Okay, das konnte, soweit konnte ich erklären, ja. Ja, ja. Oder für G3 ist halt dieser Abwehrzug, den Vincent immer macht, ansonsten. Genau. Ja, er macht halt, okay, eigentlich ist Springer hat Vincent ja, den gut. zum Trend gemacht, oder ja, was? Ich dachte, okay, ja, den spielen einige natürlich inzwischen, ne? Der Springer F ist eigentlich falsch, wenn ich noch den Springer nach F3 stellen kann. Okay, das habe ich sogar erklärt, wow. Ja, das stimmt, ja. Das ist halt eigentlich sonst die Idee nach Springer G2 statt Läufer G3, dann will er halt Springer E8 machen. Aber mit dem Springer auf F3, die Stellung muss einfach ein bisschen angenehmer sein für Weiß. Ich glaube, C2 sieht noch sehr natürlich aus. Wahrscheinlich ist H3 gar nicht nötig. Das wollte ich kurz fragen, ja, warum fängt man damit an? Das ist eine gute Frage. Achso, okay. Ich dachte, du erklärst alles jetzt. Nee. Okay, ist sicher sinnvoller Zug, aber ich. Ich habe keine Ahnung, von Schach. Wahrscheinlich kann ich einfach auch hier oder so. Okay, wahrscheinlich machst du sowieso beides irgendwann, ja. Aber ja gut, H3 ist manchmal nützlich, aber gerade wenn ich mit F3 spiele, will ich natürlich nicht H3 ja, haben. Ja, gut, ich dachte auch, H3 ist eben auch sehr nützlich. Ja, tatsächlich. Okay, wie auch immer. Nicht so entscheidend. Ja, F8, doch gerade. Turm AD1, Springer D7, Springer E5, das sah noch alles logisch aus. Turm C8. Dann habe ich angefangen, irgendwie sehr gekünstelt, irgendeinen Wartezug zu machen, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Also einfach warten, was okay. der Gegner so macht, oder? Ja, ich habe keinen klaren Plan gesehen, der Stadt hat auch keinen Zug. Ja. Mhm. Wahrscheinlich ja. ist König, aber der König steht halt gar nicht mal gut auf H1 vielleicht. Also ja gut, ich habe eben auch nichts verstanden. Ja. Ich kann ja okay. auch keinen Zug vorschlagen. Also B5 ist schwer, was zu machen. B5 also. Fand ich auch sehr überraschend, weil er sieht halt eigentlich nicht gut ja, aus. Ja, ich dachte eigentlich, du musst super stehen, aber ich habe es ziemlich überschätzt anscheinend. Ja, sieht man okay, Bewertung auch, also habe ich es auch überschätzt. Ich dachte, ich stehe ja. B5 definitiv besser. Ja, sieht schon komisch aus. Ja, mit Springer okay. auf D6 und B5. B3 sieht aber. Logisch aus, dem Springer C4 rauszunehmen. Dachte ich, da haben wir A5, Turm C1. Das sieht alles sehr... Aber ja, er hat einfach den Turm auf C1, ja. Hat einfach Ahnung anscheinend, ja, so spielt man das. Also wenn die Bewertung da stimmt, dann scheint alles okay gemacht zu haben. Mehr Springer F6. Und ich habe halt nicht, ich meine, ich wollte F3 nicht machen, aber ich habe nicht gesehen, was ich sonst gegen Springer E4 mache irgendwie. Hat es mir nicht gefallen, wenn er da reinkommt. Ich meine, F3 war eigentlich nicht so der Traum, weil das schwächt eben sehr viel, aber ich habe sonst einfach keinen guten Zug gesehen. Ja, ich habe es auch erwartet, keine Ahnung. Ich kann ja auch keine, ja. Ja, ja. Ja, nicht so schlimm, wenn der Springer nach E4 kommt, oder? Ja. Sieht unangenehm aus, ja, so mit irgendwie später C5 und so, ja. Ja, ja. Also F3 Sachen, ich weiß nicht. Ich habe nicht gesehen, wie ich mich dagegen vernünftig aufstelle, deswegen dachte ich, ich mache F3. Da habe ich mir eigentlich auch noch wohlgefühlt. C5, nimmt, dann B2. Ich dachte, da muss ich noch ganz okay stehen, aber hier fing es an, dass ich alles eingestellt habe. Schon C8. Und jetzt war mein erster Gedanke, ich wollte Springer E2 machen, aber dann hatte ich auf einmal total Panik vor Springer C4. Ah, C4, aber. Keine Ahnung, ob das nicht funktioniert. Sehen, wahrscheinlich ja. funktioniert es einfach gar nicht. Aber das haben wir nicht geschafft. Okay, BCDC ist, denke ich, forciert. Ich weiß nicht, ob Läufer E1 irgendwas bringt als Einschub, wahrscheinlich nicht unbedingt. Und irgendwie so, ja, Läufer B1, Läufer A3, die Stellung war mir halt super unklar. Ja, okay. Na, das sieht nicht so schlecht aus. Damit C2, ich meine, ich krieg zwar die zwei Figuren, aber irgendwie. Also vielleicht ist die Stellung auch einfach super für was, ich habe keine Ahnung. Ich hatte. Okay, schwer zu sagen. Aber stehst du hier nicht besser? So, Springer D4, E4. Ja, yeah, ich meine, wenn ich das hinkriege, stehe ich besser. Ich hatte halt Angst, dass irgendwie B4, B3 oder irgendwas. Ja, okay, hat schon spielen. Ich, keine Ahnung, meine Figuren stehen halt komisch und das kann halt auch völlig schief gehen. Okay, da gibt es ja ein bisschen schwer einzuschätzen hier. Ich weiß halt nicht, was die Engine dazu sagt. Wahrscheinlich lacht die dich aus, ja. Okay, ist schon gut, aus, ja. Ich hatte so ein Gefühl, aber das ist konkret. Ja, ich hatte das Gefühl auch, aber ich wollte es dann halt nicht zulassen. B4, Springer D4 dachte ich auch, aber... Ja, ja, aber mit der Dame, das passiert halt gar nichts, die Bauern machen nichts, aber es ist natürlich immer einfach. Okay, ist ein bisschen gruselig, ja, ja, kann man verstehen, also. Nee, kann man eigentlich nicht verstehen. Doch, kann man verstehen, auch schon. Du darfst dich nicht immer so schlecht reden, ja, Matthias. Ja, die Bauern laufen sehr gruselig. Okay, ich weiß nicht, ich dachte Springer F5 vielleicht oder so. Ja gut, ansonsten, also er muss natürlich nicht Springer C4 machen. Also das macht dir Sorge. Weil einfach nur ein Zug, vor dem ich theoretisch auch Angst hatte, er muss natürlich, kann natürlich auch einfach Springer F5 machen und dann ist auch nicht, glaube ich, wirklich überhaupt was hat, also. Ja, okay, aber ich dachte dann irgendwie in der Partie A4 ist vielleicht auch ein spielbarer Zug. Nimmt zumindest auch diese Läufer A3 Ideen aus der Stellung schon mal raus. Der hat genommen, Springer A4, Springer A5, Läufer F2 sah für mich auch sehr natürlich aus und jetzt hat er damit D8 gefunden. Achso, ah, der war gut oder was? Ich weiß nicht, ob er irgendwie da B4 erwartet. Er hat sehr viel, sehr lange überlegt, aber wahrscheinlich ist der Zug auch einfach schlecht. Ja, und ja, hier habe ich den Faden verloren. E4 hat sich auch völlig falsch angefühlt, aber. Ja, ich weiß nicht, im Chat wurde ja gesagt, du hättest irgendeinen Fehler gemacht, war dann E4 der Fehler, oder? Ja, wir wollten gerade anfangen zu analysieren und dann kamst du ja. Wir haben alles verpasst hier. Ja, aber ich habe halt nicht gesehen, also okay, ich kann Läufer B5 machen, das sieht sehr verlockend aus. Dann macht er aber halt einfach Springer D7 und ich weiß nicht wirklich, was mein Plan ist. Also ich kann nie schlechter stehen wahrscheinlich so richtig, aber ich wollte natürlich die Partie gewinnen eigentlich. Und ja, ist ziemlich solide für Schwarz. Ja, der Springer auf A4 steht halt auch fürchterlich. Okay, wahrscheinlich hat man ja einfach nicht viel. Springer C6, dann B7. Ja, ich habe halt dann halt irgendwie gedacht, okay, mein Gegner hat wenig Zeit, ich mache E4 und forciere das Spiel, aber ich habe halt einfach forciert, bin ich in eine Verluststellung gegangen wahrscheinlich.
Nimm Springer D6. Ja, du musst. Und jetzt fing es halt an, ich habe sowohl nach Springer C5 als auch nach Springer C6 das Qualo für unterschätzt. Also Springer C5 ist die Alternative, aber ich glaube, selbst da kann er halt nehmen und irgendwie auf E4 nehmen. Läufer wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich Läufer, aber Springer D4. Ich hab auch hier einfach nichts. Ah ja, sieht unheimlich aus. Ja, Springer C5 war halt erstmal Plan, aber dann hat mir das nicht gefallen. Dann habe ich irgendwie gedacht, ich mache Springer C6 und nehme die Version, aber die ist wahrscheinlich sogar noch schlechter objektiv gesehen. Ich habe keine Ahnung. Mir hat halt beides nicht mehr gefallen, aber. Ja, hier hat Schwarz zu viel. Musst du Läufer F2 spielen, oder? Ich weiß nicht, sieht nicht gut aus, ja? Den würde ich auch nicht vorschlagen. Das ist noch was anderes als Springer C5. Ja, das wird. Okay, vielleicht kann ich hier irgendeinen normalen Zug machen. Ich wollte halt unbedingt Springer C5 oder Springer C6, sonst ist halt E4 irgendwie gefühlt einfach falsch. Ja, wenn ich nicht konkret was mache, aber ja, vielleicht kann ich irgendwie den Bauern decken, aber es sieht auch schon sehr komisch aus. Geht um FD1, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich das halt machen. Also, er kann immer zwischentauschen. Aber es sieht halt, also dann ist E4 ja, schon sehr schlechter Zug, nicht wirklich, was man wollte. Machen muss. Ja. Ja, Springer C6, gut, die einzige Idee ist halt damit, die 7 Springer C5 verwendet, natürlich halt einfach raus. Ja. Also, das ist der Trick, ja, also damit das C6 ist halt das Springer Einzige, was ich gerechnet habe bei E4 und dann, ich habe halt völlig unterschätzt, wie stark das könnte jetzt so für einfach jedes Mal ist. Also, ich kann hier im Prinzip halb aufgeben, habe ich das Gefühl. Oder wenn wir anbieten anscheinend. Nee, nicht, wir haben eine Zugwiederholung gemacht. Oder? Ah, ja, das musst du erklären, ja, soweit waren wir nicht. Okay. Also, warum ist es jetzt schon fast zum Aufgeben? Ich habe es noch nicht. Okay, ich meine, ich wusste nicht, ob es wirklich aufgabereif ist. Zumindest hatte ich deutlich mehr Zeit, aber der Punkt ist einfach, ich glaube, ich kann absolut niemals besser stehen, weil er hat schon einen Bauern. Meine Struktur beim Königsflügel ist so unfassbar schlecht, dass er so viel Angriff hat, dass. Also selbst wenn alles schief läuft für ihn, kann er eigentlich nie verlieren, sagen wir so. Und wahrscheinlich sollte halt irgendwas gehen. Ja, damit die 3 hatte ich auch nicht gesehen, natürlich. Du wirkst nicht allzu glücklich. Ich habe schon sehr Angst. Okay, aber er hat auch ziemlich perfekt gespielt, ja? Oder? Ich meine. Okay, ist halt eine Maschine. Ja. Läufer D6 hat er gemacht und jetzt habe ich Turm CD1 gemacht und dann haben wir natürlich mit Springer G3, König G1, Springer E2 die Züge wieder. Ah, okay, da hat er vielleicht nicht mehr so perfekt gespielt. Wahrscheinlich ist das so, ja. Das heißt, hier hätte er noch weiter spielen können. Okay. Ne, ich weiß, also gut, hier ist vielleicht schon gar nicht, gut, er kann halt irgendwie Dame A6 machen, aber das ist vielleicht schon gar nicht klar. Ich glaube, Läufer D6 ist vielleicht schon der erste Schritt in die falsche Richtung, aber ist nicht so einfach zu sagen, wie er das. Ich glaube, er wollte halt auch unbedingt Remis, deswegen. Ich hatte das Gefühl, er war sehr glücklich, als er das schon gesehen hat. Ich meine, mit Schwarz gegen dich ist das schon. Das ist ein absolutes Traumergebnis, der gegen den schlechtesten Spieler, der jemals existiert hat. Nee, wahrscheinlich tatsächlich, Remi hat er in fast jeder Stellung gegen dich genommen, ja. Also, ja, das Gefühl hatte ich dann auch, aber. Naja, ist er so ein Typ, aber. Ich habe auch gemerkt, als er Läufer D6 gespielt hat, ich habe dann noch irgendwie 2 Minuten überlegt, aber ich dachte, okay, ich muss mich in die Zugwiederholung fügen, weil sonst. Ja, wahrscheinlich eine ziemlich gute Entscheidung, ja. Ich meine, was sagt der Angel an dieser Stelle? Ja, wir können. Also hier vielleicht, ja, hier ist nicht mehr so. Ja. Dame A6 ist dann schon nicht mehr so klar, ja, oder Dame B5, 4, wenn der Springer den Läufer noch deckt, aber das ist schon alles wieder unklar, also hier kann ich zumindest aus seiner Sicht verstehen, dass er mit okay, die Angel wir gleich aber auf D6 wegnehmen, ja, aber so, sieht nicht, König gehen, okay, Dame A8 und D6. Dame B8 ist aber auch schon sehr kreativ. Also okay, ich meine, Fahrt 2, Springer F2, droht, ja. Ja, ich meine, ich verstehe schon den Zug, aber ja, Dame B5, schon Dame B8 ist jetzt nicht das, was mir in den Sinn kam, schon klar. Okay, König G1 macht man schon, oder? Okay, König G1 ist sehr natürlich, und da B8 habe ich halt keine Sekunde überlegt. Okay. Ich weiß nicht, ob er hier auch andere Züge hatte. Ja. Man rechnet halt irgendwie deutlich andere Züge gehabt. Er stört schon, einen Läufer zu gehen. Okay, ja, aber scheint nicht aber verloren zu gehen. Aber davor. Ich glaube, er hat einfach ja, wie eine Maschine gespielt, wie sich rausstellt. Ich habe es auch nicht kapiert, aber. Ja, gefühlt besser als die Maschine. Kennt alle Pläne. Okay, hier, aber was war der Gewinn? Irgendwo hier, ja? Ja, Läufer C4 muss ich, glaube ich. Ah, Läufer D5, okay. Hier, ja? Ah, sorry. Ah, okay, den habe ich aber auch nicht gesehen. Ich habe auch nicht viel gerechnet. Ich dachte, okay, jetzt einfach schnell auf seine Zeitnot spielen. Und okay. Wird schon irgendwie. Nichts anmerken. Ja, was soll ich machen? Ich meine, die Stellung ist jetzt schon. Okay, das ist nicht gerade offensichtlich, oder? Ich meine, nee, und Springer H5. Klar, ja, ich versuche zu verstehen. Aber nee, kannst die Kamera schon weiter. Das war schon gut gewesen. Ein bisschen nach rechts. Das war so, dass ich extra ein bisschen weggesehen habe. Ja gut, wenn es dir angenehmer ist, dann drehe ich dich wieder ein bisschen hier hin. Sehen wir nur Matthias Schulter. Ah, du bist weg. Ja, okay. Ja, okay, anscheinend verlierst du was, ja. Okay, aber es ist alles nicht so simpel für ihn. Nee, gibt jetzt nicht das findet man nicht unbedingt, ja. Nicht, also vor allen Dingen mit 4 Minuten oder König so. Die G1 kommt Springer F4 oder was? Kann sein. Anscheinend. Ja, okay, zu viele Springer im Angriff. Gut, mein Springer auf A4 macht halt auch nicht ganz langsam, viel, muss ich zugeben. Drin. Ah, was tut's? Irgendwas, Dame G5. Ja, irgendein Abzug wird der wohl schon machen. Ja, oder das hier, irgendwas, ja. Sieht unangenehm aus. Ja, langsam, ja, ziemlich starke Springer.
Okay. Okay, Läufer D5 habe ich aber ehrlich gesagt. Ja, Läufer D5, Dame D5 und dann Springer H5, das ist nicht das erste, woran man denkt, oder? Okay, vielleicht war es war vielleicht nie absolut simpel verloren für mich. Ja. Nee, nicht direkt. Ja, dann machst du eben alle besten Züge und hältst das hier. Ja, das ist eine normale, solide Partie. Nehme ich mein glückliches Remis. Okay, aber hier ist es wirklich nicht mehr einfach, oder? Aber nach, also statt E4, was sagt ihr denn, was soll ich machen? Also da, wo ich E4 gemacht habe, weil E4 war offensichtlich der schlechteste Zug, den man finden konnte. G4, okay, G4 wollte ich halt nie machen. Ich hab den Zug natürlich immer gesehen, aber ich... Ja. Ich hab halt irgendwie, das Lächerliche ist, ich habe gedacht, G4 ist riskant und dann spiele ich E4 und das stellt halt alles ein. Ja, G4 ist wahrscheinlich überhaupt nicht riskant, sondern einfach gut strategisch und ich habe eine sehr harmonische Stellung und stehe... Ja, okay, die Partie gewinnt also man einfach von alleine nach G4. Ich würde nicht so weit gehen, aber... Nein, jetzt kann man gegen die Solani spielen, ja, jetzt kann man nach spielen. G2, jetzt stehen alle Figuren bitte. Okay, kann man spielen, ja, das ist fair. Und Läufer B5, Springer D7 ist einfach nichts. Okay, Dame D8 war komisch, oder? Ja, Dame B4, das dachte ich, aber... Okay, immer noch G4. G4 gegen alles, gut zu wissen. Ja, G4 wäre halt dazu. Okay, aber dann hast du immerhin nicht so Dame D4 gratis oder so, oder? Ich weiß nicht. Ja, gut. Okay. Ich glaube, die Partie ist einmal zu vergessen. Keine Ahnung. Sieht für mich nach einer guten Partie aus, ehrlich gesagt. Wir haben lange nicht. Du hast schon gesagt, wenn du das eine gute Partie hast. Ich stelle alles.